Hallo, da bin ich wieder. Und zwar heute habe ich mal wieder ein Buch, welches ich euch gerne vorstellen würde. Es geht um dieses Buch, Solange am Himmel Sterne stehen, von Kirsten Hamel. Dieses Buch ist im Bloberlee Verlag erschienen, hat 479 Seiten und kostet 9,99 Euro. Erstmal das Cover finde ich ist toll. Was ihr leider nicht seht, ist, das hat hier solche Rillen komplett, sowohl im Buchrücken als auch im Cover, was natürlich sehr schön aussieht und mal was anderes ist. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Inhalt. Worum geht's? Es geht um Hope. Hope ist 36 Jahre alt, ist alleinerziehende Mutter einer 12-jährigen Tochter, der Ami. Und Hope führt im Cape Cod eine Bäckerei. Diese Bäckerei hat ihre Großmutter vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen, gegründet, und Hope versucht mit allen Mitteln diese Bäckerei am Laufen zu halten, weil es auch so ein bisschen ein Andenken an ihre Großmutter ist, an Rose. Rose ist mittlerweile leider an Alzheimer erkrankt, lebt deshalb in einem Pflegeheim und hat leider nur noch selten lichte Momente. Die meiste Zeit erkennt sie weder ihre Enkelin noch ihre Urenkelin, und das ist gar nicht einfach für Hope. Eines Tages kommt Hope dann zu ihrer Großmutter, zur Mami, wie sie sie liebevoll nennt, und in dem Tag hat die Großmutter wohl einen sehr lichten Moment. Das heißt, die Großmutter ist wieder klar im Kopf, alles was sie sagt ist irgendwo schlüssig, und ja, an dem Tag hat sie eine Liste für Hope mit jede Menge Namen und Geburtsdaten und bittet Hope, mit dieser Liste nach Paris zu fahren, um dort herauszufinden, was mit diesen Personen passiert ist. Erst ist Hope so etwas am Zögern, weil sie sich nicht sicher ist, ob ihre Großmutter zu dem Zeitpunkt wirklich klar war oder ob sie vielleicht doch irgendwie am Alzheimer und fantasiert und gar nicht weiß, was sie sagt. Aber auch auf Drängen hin ihrer Tochter Annie, die unbedingt möchte, dass die Mutter dem Ganzen nachgeht und ihrer Uroma hilft, macht sich Hope dann auf den Weg nach Frankreich und begibt sich auf die Spuren der Vergangenheit ihrer Großmutter. Was Hope da herausfindet, ist ein großes Geheimnis, was ihre Großmutter gehütet hat und mit dem Hope nie gerechnet hätte. Ja, das war der Inhalt. Ich kann nur sagen, das Buch ist ein wunderschönes Buch. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das ein oder andere Mal eine Träne in den Augen gehabt, weil es so rührend und so, so schön ist. Ich dachte erst, muss ich zugeben, sowohl vom Cover als auch, ich habe mir nur den Rückentext durchgelesen, dass es mehr so eine schöne, seichte Liebesgeschichte ist, aber dieses Buch ist viel, viel, viel mehr. Es ist unglaublich bewegend, unglaublich berührend. Ja, es ist schwer jetzt mehr zu erzählen, ohne euch, wie ich finde, den Inhalt teilweise vorwegzunehmen. Ich habe mir jetzt auch es gibt von der Autorin zwei Interviews, die werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken, angesehen. Da verrät sie schon ein bisschen mehr. Also wenn ihr das Buch unvoreingenommen lesen wollt, dann schaut euch die Interviews vielleicht nachher an, weil halt schon, was heißt vorweggenommen, aber was mich eben überrascht hat und was für mich das Buch auch noch ein bisschen positiver gemacht hat, spannender gemacht hat, auch sehr bewegt hat, das erfährt man teilweise schon. Deshalb, also, vielleicht schaut ihr das Video dann nach dem Lesen, also das Interview. Das nächste, was ich an dem Buch noch hervorheben möchte, ist, wie ihr seht, ich habe hier jede Menge Post-its. Ich bin eigentlich nicht so der Post-it-Kleber in Büchern, aber diese Post-its sind jeweils für ein Rezept. Hier seht ihr es. Wie gesagt, die Hope, eine der Protagonistinnen, hat eine Bäckerei, und natürlich erfährt man dann auch, was ihr Lieblingsgebäck ist, was das Lieblingsgebäck der Mami ist und so weiter. Und es wird natürlich viel darüber geredet, und ich glaube, so alle 50 Seiten ungefähr ist immer ein Rezept, was eben auch in dem Buch vorkommt. Und ich habe mir das markiert, weil ich das unbedingt zum Teil nachbacken möchte und die Idee einfach klasse finde, weil ich finde, so ist man noch viel mehr in der Geschichte drin, wenn man eben dann die Sachen, die da beschrieben werden, auch selber backen kann und das schmecken kann. Und fand ich eine richtig tolle Idee.
bringt die ganzen Protagonisten noch etwas näher. Ich muss sowieso sagen, die Autorin hat es in diesem Buch unglaublich gut geschafft, richtig tolle Charaktere zu erfinden. Die sind unheimlich herzlich, sie sind mir richtig ans Herz gewachsen, wie sie miteinander umgehen, aber auch wie jeder so sein Päckchen zu tragen hat und keiner dem anderen dann auch zur Last fallen möchte. Ja, also ein wirklich, wirklich tolles Buch, in dem richtig viel steckt. Es geht um die Liebe, um die Kraft der Liebe, wie die Liebe es oft schafft, Hindernisse zu überwinden und der Glaube an die Liebe dich überleben lässt. Es geht aber auch darum, für mich habe ich das so gesehen, dass Entscheidungen, die wir in unserer Vergangenheit treffen, nicht nur uns dann für immer verfolgen, sondern auch oft unsere Kinder und Enkelkinder. Und ja, ein wunderschönes Buch. Ich kann euch nur empfehlen, lest das, so berührend, toll geschrieben. Ein absoluter Lesetipp von mir. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.